Cheers. Ja, auf Hollywood. Hollywood, genau. Schmeckt gut. Ich fühle mich jetzt auch schon, als hätte ich irgendwie 20 Kilo abgenommen. Da muss man erstmal nach Hollywood kommen, damit wir uns wiedersehen. Ja, muss erstmal nach L.A. zu bekommen. Das stimmt. Wir gehen heute die Melrose Avenue entlang. Warum ausgerechnet die Melrose Avenue? Die Melrose ist eine so der wichtigsten und längsten Straßen, die auch vor allem komplett durch West Hollywood geht. Und das ist so meine Lieblingsgegend in Los Angeles. Und das ist auch so die Straße, wo am meisten passiert. Da sind die coolsten Restaurants, richtig coole Shops und vor allem richtig viele coole Wände, wie diese hier zum Beispiel. Ich sehe schon. Made Tolle in L.A. Wände. Ja, das ist einfach eine der wichtigsten Straßen. Und ich würde sagen, wir schauen uns die mal an. Yep. Jetzt bist du schon eine ganze Weile hier in L.A. Ja. Wie würdest du denn den Look beschreiben von Hollywood? Beziehungsweise wie unterscheidet sich das von Deutschland? Also es ist alles ein bisschen entspannter, aber trotzdem echt cool. So ein bisschen Coachella, aber im normalen Leben. Oh Gott, das hört sich großartig an. Die Mädels tragen ganz viel so ganz entspannte Kleider, auch ganz viel Shorts natürlich, Sneaker, relativ wenig schick. Und wie gehst du hier aus? Ist es dann eher... Oh, das ist genau das. Ja. Also ausgehen ist schon, da würden wir, glaube ich, als Deutschen echt sagen, wow. So, der Look, den die Mädchen hier beim Ausgehen haben, ist so ein Look, den man in Deutschland nur in ganz bestimmten Clubs sieht. Und da will man eigentlich gar nicht so hingehen, ganz also genau, in Deutschland. Ja, hier ja. ist irgendwie jeder Club nee, hier so kannst aus. Du auch wirklich, also da brauchst du auch gar keine Angst haben. So, man merkt das auch selber als Mädel, dann ne, wird auch der Ausschnitt mal ein bisschen tiefer einfach, weil man sich denkt so, hey, warum eigentlich nicht? Ich meine, jeder zeigt dir, was er hat, so ungefähr. Die Leute in Amerika und gerade L.A., ne, Hollywood ist ja auch einfach so, dass ne, hier das Schönheitsideal ist ein bisschen anders und die Mädels zeigen auch einfach gerne, was sie haben. Ja, du hast gerade schon angesprochen, Schönheitsideal. Wie sieht das denn hier aus in L.A.? Du hast ja auch schon hier wunderschöne Haare, habe ich gesehen. Ja, ich bezeichne mich als Fan der Hollywood-Haarkultur, muss ja, ich das ehrlich zugeben. Hier ausgedrückt, ne? Ich liebe Blow-Dry-Bars. Ja. Ich hoffe dreimal dort, glaube ich. Super großer Trend auf jeden Fall in L.A., aber auch nach wie vor, ich meine, ich weiß nicht, ob du Lauren Conrad noch kennst von The Hills, das ist so mein Idol damals gewesen. Und sie hat ja angefangen, genau, so ein bisschen diesen Ombre-Trend, ne? Dieses beachy Hair. Es gibt super viele schöne blonde Mädels hier, wo es super natürlich aussieht, was aber alles stundenlange Arbeit vom Friseur ist. Oh mein Gott, ich weiß, ich habe mir eigentlich ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich ganz cool bleibe. Aber ich finde es echt viel toller, als ich erwartet hätte, weil es echt riesig und pink ist. Wow. Ist auch angeblich die meistfotografierteste Wand auf Instagram. Also anscheinend. Ernsthaft? Ja. Das ist ein historischer Background. Wir müssen mit einem Selfie festhalten. Oh ja. Das ist voll gut. Super. Ich glaube, das Bild haben wir im Instagram-Kasten. Dann würde ich sagen, auf zur nächsten Location. Jeder will ja irgendwie nach Hollywood. Hast du so ein paar Tipps, die einem helfen können, wenn man hierher will? Ich glaube, an sich hat man es als Deutscher vielleicht ein bisschen leichter, weil wir doch irgendwie ganz gut vernetzt sind in der Regel und meistens ja auch ganz gut Englisch können. An sich ist es aber schon ne, nicht so schön, wie man sich immer vorstellt. Also es gibt hier wirklich auch viele Probleme. Das Leben ist nicht immer so glamourös, wie es aussieht. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man nicht aufgibt, weil es ist halt nicht so, ne, man stellt sich vor, man kommt hierher und man wird hier gleich mit offenen Armen empfangen. So ist es halt einfach leider nicht. Also hier ist wirklich jeder für sich, was natürlich auch manchmal ganz schön sein kann, weil jeder macht so sein Ding und jeder ist motiviert, hat große Träume, große Ziele. Aber man muss auch wirklich daran festhalten und nicht aufgeben und einfach sein Ding durchziehen. Die Mieten sind unwahrscheinlich teuer. Also das Geld, was man hier braucht für ein schönes Leben, ist so viel höher als in Deutschland. Ich habe auch das Gefühl, es sind überall so versteckte Kosten. Du merkst gar nicht daran, genau, wie viel Geld du gerade ausgegeben definitiv hast. So. Und gerade so Kleinigkeiten, zum Beispiel Coffee, und jetzt sind wir hier, kommen gleich zu einem der Hotspots auch. Gehen schon mal ziemlich viele hin, um uns hier einen täglichen Coffee zu holen. Ich kann mir vorstellen, dass es teuer ist, wenn man sich hier jeden Tag einen Kaffee holt. Aber Kaffee ist gar nicht so meins. Worauf ich wirklich, wirklich Lust hätte, ist so einen super gesunden, grünen Hollywood-Smoothie. Diese Detox-Smoothies und Juices sind echt ein absolutes Erledigen. Vor allem Hauptsache Kale ist drin. Kale ist so das Ingredient, was in L.A. immer... Das ist Grünkohl, oder? Ja, super ekelhaft. Ich mag es auch persönlich gar nicht, aber das wird so gehypt von jedem hier. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dann trinke ich ja quasi einen Salat. Ja, genau so ist es auch. Okay, dann bin ich gespannt. Aber da gehen wir jetzt mal hin und ich zeig's dir.
Ja, guck mal, hier sind wir auch schon mit der Press Juicery. Das ist so der Favorite Spot von Leuten wie zum Beispiel Jessica Alba und Nicole Richie. Oh mein Gott, ich liebe Nicole Richie. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, was du nimmst? Ich glaube, ich guck mal. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Grünkohl-Fan. Aber kannst du mir vielleicht was anderes empfehlen? Ja, also ich mag am liebsten den Vanilla Almond oder Strawberry Apple. Einfach sehr lecker. This is my first juice here. So I'm gonna take the Vanilla Almond, please. Right. And for me, the Strawberry Apple. Lime. Das wird echt gespannt. Thank you. Thanks. Sieht aus wie ein Milkshake. Cheers. Auf Hollywood. Auf Hollywood, genau. Mm, schmeckt gut. Ich fühle mich jetzt auch schon, als hätte ich irgendwie 20 Kilo abgenommen. Hey Luisa, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Rundumblick bekommen, wie LA funktioniert. Hoffentlich bis ganz bald, egal ob in Deutschland oder in Los Angeles. Ja, gerne doch. Mach's gut. Und wenn ihr auch in Zukunft kein saftiges Highlight aus meinem Glamorous Life verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Glamour YouTube-Channel zu abonnieren. Das nächste Mal wieder aus Berlin.